dann wollte ich hier noch so Verstrebungen machen. Ah, machen wir mal so. Also und diese Verstrebungen, die mache ich auch auf der Seite. Aber dann halt ein tiefer. Im Moment, warte, das macht. Ah, okay, warte, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Das kennt man vielleicht von Industriehallen oder Baumärkten sogar an sich. Ich versuche es nur zu imitieren, weil ich weiß nicht genau, wie es aussieht, weil wir gucken da schon in den Räumen immer genau auf die Decke. So, 2, 2. Und so, weil ich hätte die lieber so anstelle von, wenn jetzt das das Dach wäre, dann verbinden sie sich alle so nach oben. Und das ist nicht so schön. So. Machen wir das nochmal eben kurz hier. Ich könnte, ah, warte, ich habe eine geilere Idee. Ich mache das Dach aus normalem Glas. So, machen wir mal auch. Ah, warte mal. Ich muss mittig anfangen. Dann alle zwei. Nee, alle drei vielleicht. Ja, machen wir mal alle drei. Ja. Das heißt für mich, dass ich hier an den Säulendingern auch sowas mache. Ich muss dann zum Glück, naja, das heißt zum Glück. Ich wollte gerade sagen, ich müsste dann nicht die Glasscheibe ein höher setzen, aber ich mache es dann doch trotzdem. Gut, ich muss hier, weil ich die jetzt alle ein höher setze, die ganze Geschichte, mache ich das Glas jetzt gleich doch lieber, damit ich nicht alles doppelt und dreifach mache, wenn es dann doch, wenn ich es dann doch zum Beispiel zwei Blöcke höher machen muss. Das sehe ich dann ja gleich. Also ich mache jetzt erst hier die solide Decke rein. Und ups, da müsste der letzte Meter sein. So. Okay. Ich lasse mal hier diese Rinne. Mach mal nur hier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sind 55. Immer noch, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 55 mal 14. Moment, wieso 55? Es wäre dann eine gerade Zahl. Moment. Phil. Müsste ich jetzt mal gleich gucken. 55 mal 14, Double Stone Slab 8. So. Ich wette, ich bin ein zu weit, zu kurz. Ah. Oh, da haben wir es ja dann. 56. So, und hier müsste ich dann hier drauf. So, damit ich gleich keine Fehler mache, eben kurz wieder. Tag. Nee, eigentlich kann man es so lassen, ne? Also, ich muss da mit dem Glas nichts machen, weil ich dachte, okay, ups, ich dachte so, ja, ich fülle diese Strecke hier auch aus, die jetzt frei geblieben ist. Und dann müsste ich alles ein höher setzen, damit die Kurven ein bisschen besser wäre, damit das hier nicht so eben ist, aber ich lasse es so. So ist gut. So, gehen wir mal rein. Ach so, warte. Nein, wir gehen noch nicht rein. Ich mache erst das Glas. So. Bin kurz wieder. Ah, da, hatte ich noch. So. Wo ist der Glasbefehl?
Ja, das sagt sein, ne? Ah, da bin ich wieder. Ui. Ja, so sieht's aus von innen. Voll nice. Voll Fisch. Die Wände, die Schatten, es wird nicht mehr gerendert. Lustig. Okay, so sieht's aus. Ich gehe noch mal eben kurz nach außen. Ich habe hier übrigens auch die Tür ein bisschen erhöht. Und dann hier noch so ein herzlich Willkommensschild rangedatscht. So sieht das Ganze dann noch von außen aus. Es lädt die ganze Eislandschaft. Hier kommen dann noch so ein paar Ventilatoren und Lüftungsöffnungen rein und sonstiges Gedöns, was auf so Gebäuden eben oben drauf ist. Es kommt aber alles nachher so als Feinschliff zuletzt. Jetzt ist es an der Zeit, wo man sagen könnte, dass man dann also hier hinten möchte ich auf jeden Fall noch einen Durchgang machen zu dem Lager. So. Beziehungsweise hier. Moment, ist hier der Hügel hinter? Ah, hier ist der Hügel hinter. Mache ich es mal mittig. Den Hügel möchte ich am liebsten nicht andatschen. So, hier ist es ja so. So, dann die Garten. Der Gartenaußenbereich. So. Genau, das ist aber dann nie. Ich mach's so. So. Und wie das Ganze dann irgendwie verbunden wird und wie das andere Gebäude, das ist ein bisschen niedriger, aber wie das dann aussieht, das weiß ich dann auch noch nicht so direkt. Das Problem ist jetzt. Wenn hier der Gartenbereich ist und hier noch so ein. Na, eigentlich müsste das so sein. Erp, 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 erp. Ja, der Gartenbereich, der muss dann irgendwie. Ich muss es gucken. Ganz, ganz wenig Platz. So, machen wir es mal erstmal so. Nehme ich überhaupt die Audiospur auf? Jawohl. So, sonst nützt das ja alles nichts. Alles Chlorchen. So, dann könnte man sich überlegen, okay, Kassenbereich, Eingangsbereich wird dann höchstwahrscheinlich so sein, dass beim Eingang man irgendwie geradeaus durchlaufen kann. Hier geht es dann in den Laden rein. Hier rechts. Da muss ich dann mal eben kurz gucken. Hier gibt es dann so eine Reklamations irgendwas Sache. Also so ein Tisch. Was nehme ich denn mal für ein Holz? Ich glaube, ich nehme einfach stumpf Eiche. So, hier ist dann. Nee, meistens ist das ja ohne Schranke, ne? So. Hier ist, ich muss mir das mal beschildern, zumal in dieser Aufnahme wahrscheinlich, also Information, Schrägstrich, Reklamation und auf der Seite hier kommen dann die Kassen. Das heißt, okay, wie mache ich mal so eine Kasse? Ich glaube... Das ist das Fließband. So. Dann gibt es hier das Ende. So. Okay. Nee, Moment.
So. So. Das Fließband ist nicht sichtbar, das brauche ich nicht. Und hier. Naja, das ist ja eigentlich so. Oh, hier könnte man noch Kasse 4 machen. So. Okay. Die haben alle hier irgendwie einen Zugang. Den Fußboden ändere ich dafür aber auch mal. In diesen Bereichen. Ich könnte jetzt noch irgendwie sowas machen. Und hier sind dann noch so irgendwelche solche Dingenssachen. Sag schon schnell. Ja, da wo halt irgendwie die schnell weggegriffenen Batterien und sowas drin sind. So, und das ist Kasse 1. So. Ich mach's erstmal so. Vielleicht kriegt man es ja nachher noch irgendwie hin. So, und als Tisch, als Stuhl geht das so. So, dass man das Gesicht kaum sieht. Huch. Es gibt natürlich noch einfach stumpf eingefärbte Blöcke. Wahrscheinlich werde ich die dann auch austauschen, aber so, das müsste dann auch irgendwie klar sein. Ja, warte doch mal. Ich mache mal hier eben so ein das Förderband. Das kann ich doch so machen. Dann brauche ich das nicht irgendwie doppelt dick zu machen. Oh. So. Das funktioniert doch. Das ist gut. Hoch. So. Und so. Zack und zack. Im Saturn sind hier zum Beispiel irgendwelche Rohlinge drin oder so. Aber hier kann man irgendwie so also Schlösser und Zangen. Ne, wisst ihr ja. Dass es ja sowas gibt. Da stehen dann so die Preise dran und so. So. Dann gibt es hier den ersten Quergang so. Dann fangen hier so Regale an so. Und links auch. Ich mache jetzt nochmal diesen Informationsreklamationsstand. Und dann war es das mit dieser Aufnahme, weil mir momentan nichts einfällt. So, warte, Reklamation und so. Gucken wir das irgendwie so hin. Genau. Dann kommt hier noch so ein Gerüst hin, denn da mache ich die Melone nochmal drauf. 2, 3 und 4. Und die Schicht hiervon. Super. Haha. So. Hat das auch einen Sinn. So. Hier müsste eigentlich so ein riesen Plakat hängen, also hier drüber. Mit irgendwie Angebot, Angebot, Angebot. Schlag mich tot, Angebot. Machen wir noch hier irgendwie irgendwas mit den Farben. Steht dann auch wieder irgendwas drauf. So. Okay, ich glaube, das war's dann soweit. Ich könnte ja nochmal hier eben solche Sachen machen. Oh. Oh meine. Okay. Ich dachte jetzt, ich hätte gedrückt und gedrückt gehalten. Und da war wohl irgend gerade ein Tick und Ruckler. Habt ihr auch gerade gesehen. Und dann hat er einfach, als ich da geklickt habe, das übernommen. So. So. So.
Okay, dann ist das hier auch nicht so weitläufig. Und die können dann weitergehen. Ah, genau, der ist abgeploppt. So. Hier kann man auch noch so machen. Oh, da verbindet sich's mit der Wand, aber scheiß drauf. Sieht halt einfach ein bisschen interessanter aus. Genau, so. Ich glaube, das war's dann soweit. Ich werde bestimmt hier noch offscreen weiterbauen und das nächste Mal werden wir schauen, was ich hier oder woanders mache. Aber das war's jetzt für dieses Mal. Also meine Fresse, ey. Ich mische auch die Wörter immer zusammen im Mund, in dem Kopf. So, ne? Ich hoffe, euch gefällt das auch in diesem Pinkton hier, weil ihr habt's so gewollt. Ne? Auf jeden Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.